Freunde, endlich ist es geschafft. Wir können den Raubzug-Modus oder beziehungsweise den Raid-Modus endlich in vollen Zügen genießen. Cora und ich haben uns ja die Zeit genommen, mal die Solo-Kampagne parallel zueinander durchzuzocken. In unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wohlgemerkt und sind trotzdem zeitgleich fertig geworden. Wer den schwierigeren Grad hat, der könnt ihr euch ja sicherlich denken. Ja, dafür habe ich wenigstens mal geschrien wie ein Mädchen. Auch nie passiert. Mir hat leicht echt gereicht. Das Coole ist, du musst noch nicht mal Chris nehmen, ey. Ich sehe gerade. Nee, du musst Chris nicht nehmen. Du kannst auch Arschgeigen Parker nehmen oder den Capri-Hosen-Typen. Ey, Nahkampf, ne? Wahnsinn. 45% mehr Schaden. Passt. Wo? Na hier, der Kief Lamley. Ja, ich bleib bei dem. Ich bleib bei Chill. Ja, ich bleib auch erstmal bei Chris. Selbst wenn Jessica, also der nächste weibliche Charakter da wäre, die will ich nicht spielen. Oder mache ich doch Dings. MG, Schrotflinte. So, die ersten drei hatten wir ja schon gespielt. Wollen wir die nochmal machen? Oder ja, ich denke, wir fangen einfach nochmal an. Ganz vorne, jetzt, ne? Dadurch, dass wir ja, wie gesagt, wir hatten das ja letztens mal angetestet, mussten dann leider feststellen, dass das halt von den Leveln her begrenzt war, dadurch, dass Kinder die Kampagne gespielt hatte. Von daher haben wir uns ja deswegen dann entschieden gehabt, die Kampagne mal durchzuzocken. Und da wir jetzt quasi im Grunde nochmal neu anfangen und viele das damals vielleicht nicht mitgekriegt haben, weil die Videos auch noch gar nicht veröffentlicht waren, denke ich, wir fangen einfach hier nochmal an der Stelle an. Ja. Ne? Dürfte ja zügig gehen. Wir kennen es ja jetzt hier aus dem Raid-Modus schon und aus der Solo-Kampagne. Daher sollten wir da ja zügig durchkommen. So, also ich bin soweit durch. Aus den Pistolen habe ich eh nichts, deswegen. Warte mal kurz. Kannst du mal kurz noch schauen, ob bei mir in dem Bildschirm dieser Lautsprecher aus ist? Ja, ist aus. Okay, ja gut, weil bei mir wird er immer angezeigt, als wäre er nicht aus. Ich habe jetzt, glaube ich, außersehen meine Schrotflinte verkauft und gewollt. Wo hast denn du eine Schrotflinte her? Die hat ich gekriegt. Hast du die gekriegt? Na ja, gut, ich habe ja noch die Sniper doch jetzt. Oder ich kann ja auch eigentlich was kaufen. Was habe ich denn an Kurven? Wieso hast du so viele Waffen? Ich habe doch bis 2 Waffen jetzt. Ich habe aber 81, ich habe aber 81 Punkte. Vielleicht hole ich aber auch. Vielleicht scheiße ich aber auch auf die. Schaut mal an, Leute, ich kann mir auch eine Waffe kaufen. Was denn das G36 oder ist? Ja. Braucht das was? Ja. Kauf mal das doch mal. Ich kurve die Pistole ja. Erstmal. Ja, nee, nicht schon einkaufen hier.
So, dann sollten wir die jetzt aber auch nochmal ausrüsten. Okay. Gut zu wissen, ich kann nur zwei mitnehmen. Was zum Ausrüsten brauchst du ein höheres Level? Was ist das? Ja, ja das, ja, ich kann die Schrotflinte auch nicht ausrüsten. Ja, in dem Fall... rüst muss halt später aus, ist ja nicht so schlimm. Ja, fangen wir mal an, damit wir ein höheres Level kriegen. Vom Rumsitzen wird das nämlich nicht. So, gut, alles klar. Dann starten wir mal. Mios, kannst du losgehen? Ja, ich habe auch schon gedrückt. Ach so. Hast du auf Start geklickt? Nee, jetzt wo du es sagst. Ja. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, Chris, es regnet. Meine Haare, mach mal, meine Haare. Wir haben hier gar keinen. Ist das unser Scanner? Gibt's noch nicht. So. Und jetzt kann ich das Tor nicht aufschließen. Will er mich veräppeln? Achso. Schlüssel benutzen. Aha. Aber da hinten ist Munition, ne? Bro, aua! Guck dir nicht so rum, das treffe ich nicht schlecht. Da ist noch Munition. Jo. Du willst das Spezialzubehör? Ach, hier gibt es wieder nicht beides für alle, ne? Alles für beide. Weiß ich nicht. Oh, da jetzt für dich auch noch was? Ja. Okay. Hier hinten liegt noch so ein Spezialzubehör. Das nimmst du, glaube ich, für uns beide auf. Was? Weil, nee, bei mir wurde das auch angezeigt. Das nimmst du für uns beide auf. Hinter uns. Vor uns. Hier oben ist ein Emblem. Bist schon wieder dran vorbeigerannt. Augen auf. Aber kriegen wir alle bitte, ne? Aber ja, ich sehe für mich nicht. Ich bin halt doch blind.
Weiß doch, du willst da runter plumpsen. Plumps doch. Brauchst du noch Munition? Immer. Hier hinten ist noch. Hier oben ist. Ah, Pistole bin ich voll. Hier ist noch ein Spind. Nix drin. Gab's jetzt ein Level? Level zu Ende. Warte mal ganz kurz. Können wir uns dran klicken? Ja, nee, ich will auch nochmal. Nee, das war's. Okay. Dann hau ich mal drauf. Okay. Das wäre. Ach, geschafft. Da oben war ein Emblem, verdammt, okay, ich hab's wir übersehen. Wir sind hier fertig. Oben war noch ein bronzenes Emblem, scheiße. Müssen wir die Augen ein bisschen aufhalten, Cora, ne? Ja. Absolute Vernichtung. Sie haben alle Feinde besiegt. Ja. Cool. Ja, auch schlecht für nicht. Sehr schön. Hat nicht ganz gereicht zum nächsten Level. Hier. Feuerrad auch hin. Schaden. Metalldetektor. Stark, Leute. War eine coole kurze Runde. Wie immer hatten wir das Ganze jetzt hier und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, Leute, macht's gut. Bye.